Das Thema war Glaube nur Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, weil Glaube nur ist etwas, so zwei Begrifflichkeiten, die man immer wieder uns mal um die Ohren wirft, oder? Wo man gesagt wird, du musst nur glauben. Glaub nur und alles wird gut. Kennt ihr das? Und Jesus selber hat genau diese zwei Begrifflichkeiten mal genannt. An drei Stellen in der Bibel, und eigentlich ist es ein Bericht, aber von drei Evangelisten aufgezählt. Und der Zusammenhang war, dass eine unbekannte Frau Jesus an den Quasten berührt hat, weil sie gesagt hat, ich muss nur Jesus dort irgendwie berühren und ich werde geheilt. Und Jesus sagt ihr dann später zu, dein Glaube hat dich geheilt. In der Zwischenzeit ist aber von dem Synagogenvorsteher Jairus die Nachricht eingekommen, dass seine Tochter nicht mehr am Leben ist, sie ist gestorben. Und das war ja der Grund, weshalb dieser Synagogenvorsteher zu Jesus kam und gesagt hat, ich brauche dich und zwar jetzt und sofort. Und Jesus hat getrödelt. Tja, und jetzt war es zu spät. Und jetzt wendet sich Jesus dem Jairus zu und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und es kommt einem dann fast wie so ein Schlag ins Gesicht vor. So. Wie frech ist denn sowas? Der verliert gerade seine Tochter und Jesus sagt einfach nur so, hab keine Angst, keine Panik, glaub nur. Wenn man sich einfach mal so bildlich vorstellt, dann ist es unglaublich, was da für eine Spannung drin liegt. Und in der Zwischenzeit glaube ich, dass Jesus das nicht spöttisch gemeint hat, sondern wirklich dann, ich weiß genau, was ich tun will, ich weiß genau, was passiert. Deshalb sage ich dir, glaub nur. Und dann kommen auch noch verschiedene Voraussetzungen dazu, aber auf die will ich gar nicht eingehen. Mein Schwerpunkt heute ist dann im Prinzip die Fortsetzung von Glaube nur, Fragezeichen. Was? Glaube nur? Ja, Glaube nur, Ausrufezeichen. Und zwar nach dem Kapitel des großen Glaubens in der Bibel. Hebräer 11. Eigentlich muss man die gesamte Bibel nehmen, weil die gesamte Bibel spricht einfach genau davon. Aber mir geht es jetzt hauptsächlich um Hebräer 11. Und zwar eine Person greife ich da raus. Nein, es ist nicht Abraham. Kommt auch da drin vor bei den großen Glaubenshelden. Es ist eine ganz andere Person. Völlig unbedeutend. Völlig unbekannt. Für die meisten wahrscheinlich von uns. Es ist Henoch. Wer hat schon mal was von Henoch gehört? Oh, doch fast alle. Wow. Er hat es mir besonders angetan, weil er wurde entrückt. Einer von zwei Personen, die entrückt worden sind. Wer war der zweite? Elia. Genau. Und am Ende der Tage, sagt dann die Offenbarung, kommen zwei Personen wieder zurück, die zwei Zeugen. Wer wird es dann vermutlich sein? Elia, ist sicher. Und ich behaupte Henoch. Andere sagen Mose. Aufgrund dessen von den Zeichen und so weiter. Aber das ist gar nicht mein Thema. Hebräer 11, Vers 5. Da steht dann jetzt was über Henoch drin. Durch Glaube wurde Henoch entrückt. Er wurde entrückt. Das ist etwas, was uns bevorsteht. Seit Kindheit an habe ich so ein inneres Zeugnis. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann, so eine innere Gewissheit, ich werde nicht sterben, ich werde entrückt. In der Zwischenzeit treffe ich immer mehr Leute, die sagen, ich werde entrückt. Man kann natürlich immer sagen, ja, der hat Angst vor dem Tod, deshalb muss er das verleugnen oder das irgendwie dann anders hinbiegen. Wie das dann alles ist, werde ich, weiß ich nicht. Ja? Aber irgendwie habe ich so die innere Überzeugung, ich werde entrückt. Weil das ist das Ding, was dann den Christen, den Menschen, die Jesus nachfolgen, was denen in Anführungszeichen blühen wird, was denen passieren wird.
Wir können uns ja vorstellen, wie das geht, aber die Entrückung ist für mich an dem Punkt mit eines von den entscheidenden Sachen. Und deshalb will ich auch gerade auf Henoch eingehen. Henoch wurde aufgrund seines Glaubens entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden. Das heißt, sie haben ihn gesucht, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefällig, dass er Gott wohlgefallen habe. Hast du so ein Zeugnis, dass du Gott wohlgefällig bist? Für mich ist das jetzt gerade so interessant, so diese Fragestellung, alleine auch aufgrund dessen, dass mein Vater vor 3 Wochen oder sowas gestorben ist. Und was wurde dann über ihn dann letztendlich gesagt? Was für ein Zeugnis hatte er nicht nur vor Gott, sondern auch von den Menschen? Und man kann natürlich denen die Frage auch so stellen, was würden die Menschen über dich am Ende deines Lebens sagen, an deinem Grab? Was für ein Zeugnis hast du bei den Menschen? Was sagen die Menschen um dich herum? Was hat dich besonders ausgemacht? Henoch hatte das Zeugnis, das hat ihn ausgemacht, dass er Gott wohlgefallen habe. Und jetzt geht der Schreiber vom Hebräerbrief noch einen Schritt weiter. Er erläutert jetzt, was heißt es, Gott wohlgefällig lieben. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Oder andersrum ausgedrückt, nur mit Glauben ist es möglich, Gott wohl zu gefallen. Du brauchst Glaube, wenn du Gott gefallen möchtest. Ohne Glauben hast du verloren. Da wird es nichts werden. Und jetzt geht er weiter in Vers 6. Denn wer Gott naht, also wer eine Begegnung mit Gott haben will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Da habe ich für mich dann herausgefunden, dass Gott wohlgefällig sein beruht letztendlich auf 2 Punkten. Erstens, ich muss Gott nahen. Ich muss glauben, dass er ist. Also ist mit einem S, gell? Der muss glauben, dass Gott ist. Ist das jetzt aber dieses Ist als Existenz? Für mich ist es mehr, da greift der Hebräerbriefschreiber zurück auf 2. Mose. Wie hat sich Gott Mose vorgestellt? Ich bin der Ich Bin. So wird es meistens übersetzt. Wörtlich, ich bin der Seiende. Also eigentlich, ich bin und ich habe eigentlich gar keine Zeit. Also nicht in unserem Sinn, ich habe keine Zeit, sondern im Sinn von, ich habe keinen Anfang, ich habe kein Ende, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, es existiert für mich nicht. Ich bin außerhalb von Raum und Zeit. Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass Gott dieser ewig Existierende ist. Dieser Gott, der schon immer war und der immer sein wird, der jetzt da ist und auch in der Zukunft und in der Vergangenheit. Für Gott gibt es keine, er lebt nicht in der Zeit. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass Gott ist. Und das andere, das darf man in Gemeinden eigentlich gar nicht so arg laut sagen, und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Die Jünger haben gefragt, was bekomme ich dafür, dass ich dir, Jesus, hinterher darf? Was ist mein Lohn? Das ist eine ganz häufige Frage, die ich mir selber auch stelle. Was habe ich schon alles aufgegeben? Was bekomme ich denn dann dafür, dass ich Jesus nachlaufe? Dass ich das tue, was Jesus sagt?
Und jetzt muss man aufpassen, dass man nicht in die Falle reintritt. Wir laufen Gott nicht hinterher, wir sind nicht Nachfolger Gottes, wir sind nicht Christen deshalb, weil wir dann einen Lohn von Gott bekommen, sondern wir laufen Gott nach, weil er ist, weil er derjenige ist, der in der Gegenwart, in der Vergangenheit, in der Zukunft, er ist einfach da, er ist. Und jetzt wird genau der, den ich suche, der wird mich belohnen. Aber ich suche nicht die Belohnung. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt etwas mache, damit ich einen Lohn empfange, ja, beim Fahrdienst, ich arbeite, damit ich einen Lohn bekomme. Bei Gott ist es andersrum. Du läufst mir hinterher, du bist in meiner Gegenwart, du kommst mit mir und dafür bekommst du einen Lohn. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine andere Motivation. Man macht es nicht wegen des Lohnes wegen, sondern wegen der Person. Ich bin Christ, weil Jesus ist, weil Gott ist. Und deshalb bleibe ich an ihm dran, weil der ist derjenige, wenn der außerhalb von Raum und Zeit ist, dann ist es für ihn keine Schwierigkeit von der Versorgung her, oder? Das sind meine kleinen Probleme, die für mich so riesig groß ausschauen, die sind auf einmal nicht mehr existent. Die braucht man dann auf. Ich brauche sie nicht mehr. In meinem kleinen Leben spielen sie eine große Rolle. Ja, ich habe einen riesen Berg vor mir und ich denke, wie soll ich das bewerkstelligen? Wie soll ich das machen? Aber, weil ich in der Gegenwart Gottes bin, weil ich in der Nähe Gottes bin, weil ich Gott nahe bin, deshalb sagt Gott, deine Probleme sind meine Probleme. So, komm nur zu mir und ich nimm deine Probleme auf mich. Und ich kümmere mich drum. Das müssen wir aufpassen, dass man hier wieder nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Ja? Das heißt nicht, dass Gott alle unsere Probleme beseitigt, sondern er gibt uns die Kraft, dass wir die Probleme lösen können. Er gibt uns Ideen, er gibt uns Gedanken, wie wir diese Dinge anpacken können und wie wir da drüber gehen können. Vor ein paar Monaten, da waren wir nahezu zahlungsunfähig. Ja, wir haben dann sehr genau geschaut, was kann ich tun, damit ich noch mal ein bisschen mehr Geld spare, weil wir sonst den Sprit für unser Auto nicht mehr zahlen können. Und dann hätte es andere Konsequenzen gehabt, weil man nämlich dann sonst nicht mehr zur Arbeit kommt und so weiter. Also muss man sich wirklich Gedanken machen. So existenziell war es vor ein paar Monaten bei uns. Und ich fand es dann interessant, wie Gott darauf reagiert hat. Ja? Ich bin in einem super Netzwerk. Ich sage, hey, wir haben keine Kohle mehr. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Und auf einmal kommt dann von verschiedenen Richtungen, da kommt ein Geld rein, da kommt ein Geld rein. Okay. Das sind Leute, die ich informiert habe. Ja? Die haben mich unterstützt oder die haben uns unterstützt. Aber das andere war auf einmal, von einer Tante, die schon seit 3 oder 4 Jahren tot ist, kommt auf einmal ein Geld rein. Und ich denke, wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist mir eigentlich gesagt auch echt egal. Hauptsache, das Geld ist da. Ja? Und das ist Gott. Wenn wir mit Gott leben, dann versorgt er uns auf allen Ebenen. Aber wir müssen ihm vertrauen. Und das fällt mir manchmal echt schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid wahrscheinlich schon 3 Schritte weiter wie ich. Aber ich mag bei mir manchmal, oh, gerade was Finanzen angeht, boah, als Schwabe noch 3-mal mehr. Ja? Und da denke ich, das wird richtig hart. Aber ich lerne immer mehr und immer mehr mit Gott genau auch in solchen Herausforderungen zu leben. Henoch hat da drin gelebt. Er hatte das Zeugnis, andere haben genau das gesehen, das ist ein Typ, der hängt nur mit Gott rum. Der redet nichts anderes wie Gott, Gott, Gott. Wenn man sich mit dem unterhalten will, kommt Gott raus. Wenn man mit dem zusammen ist, kommt Gott raus. Henoch war ein Typ, der hatte das Zeugnis. Andere haben gesagt,
der verbringt seine Zeit wirklich mit Gott. Man muss natürlich dazu sagen, Henoch war auch ein Typ, der siebte nach Adam. Das heißt, er war eigentlich der zweite Mensch von den Aufzeichnungen, die der erste Mensch, der entrückt worden ist, aber der zweite, der dann überhaupt weg war. Er kannte Adam. Er kannte Seth. Er kannte die Leute vor ihm alle. So nah war er ganz am Anfang dran. Und das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel mit Adam und mit Seth zusammensitzt, sagt er, und die sagen ihm, Junge, pass auf, du musst wirklich gucken, dass du an Gott ganz nah dran bleibst. Ich glaube, dass Adam extrem evangelisiert hat. Warum? Weil er nicht wollte, dass seine Nachkommen das durchmachen, das, was er durchgemacht hat. Das ist Liebe, oder? Und so hat Henoch das Zeugnis von den Alten, von Adam, von Seth, mit aufgenommen und dann lebt er entsprechend hart oder scharf oder je nachdem, wie man es sich ausdrücken mag. Und er geht wirklich genau darauf zu und sagt, ich will von Gott gar nicht mehr weg. Ich will nur noch ganz eng mit Gott zusammen sein. Ich will nichts anderes außer Gott. Gott ist das Wichtigste für mich in meinem Leben. Und dann bekommt man so ein Zeugnis. Ja, der hat Wohlgefallen bei Gott. Die Menschen haben damals auch wahrgenommen, was passiert ist bei Kain und Abel. Abels Opfer wurde angenommen, Kains wurde abgelehnt. Die Menschen haben das gewusst. Und jetzt merken sie, das ist einer, der hat Wohlgefallen bei Gott, weil er die Nähe von Gott sucht, weil er in seiner Gegenwart lebt, in seinem Alltag. Ich weiß nicht, was er beruflich gemacht hat oder sowas, aber er war, egal was er gemacht hat, er hat Gott mit einbezogen in seinen Alltag. Da, wo er war, das, was er gemacht hat, da war Gott mit im Spiel. Und das ist eine von den entscheidenden Sachen. Und er hat den Belohner gesucht. Er hat Gott gesucht. Ich weiß nicht, wie häufig der Begriff drin in der Bibel drin vorkommt, dass wir Gott suchen sollen. Er kommt sehr häufig vor. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gelesen. Ja? Sehr häufig, such Gott, such Gott. Aber nirgendwo steht drin, was passiert, wenn man Gott gefunden hat. Also, ich habe es zumindest nicht gefunden. Ja? Suche Gott und bleib dran am Suchen, bleib dran am Gott suchen. Das ist eines von den ganz großen Geheimnissen, die bei Henoch da waren. Henoch hat alles da hinein investiert. Hat alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, das ist mein Gott. Und auf diese Karte setze ich alles, mein ganzes Leben. Und was für ein Zeugnis hatte er? Und was ist dann passiert? Er wurde entrückt. Ich will jetzt nicht eine Lehre daraus aufbauen. Kann ich auch nicht. Darf man auch gar nicht. Aufgrund von einer Bibelstelle darf man keine Lehre bauen. Ja? Aber könnte es nicht auch sein, dass für uns das genauso gilt, suche Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand, mit allem, was in dir ist und sei ihm nahe in jeder Lebenslage, in jedem Umstand, wir haben es vorhin kurz davon gehabt, egal was passiert, ja, nicht die Frage nach dem Warum, sondern wozu? Was lerne ich daraus? Was kann ich daraus lernen? Wo begegne ich Gott? Das ist meine Frage momentan gerade immer wieder. Wo begegne ich Gott? Gerade in so einer schwierigen Situation. Und jeder von uns macht schwierige Situationen durch. Es gibt da keine Ausnahmen. Und dass man dann sagt, und trotzdem bleibe ich nah bei Gott. Und trotzdem bleibe ich an meinem Herrn dran. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein wichtiger Punkt, auch in Bezug auf die Entrückung. Die Entrückung steht meiner Ansicht nach kurz bevor. Das sage ich seit über 20 Jahren. Ja. Aber für Gott sind 20 Jahre nichts. Für Gott sind 2000 Jahre nichts. Ja, für Gott sind, was sagt Petrus?
Ein Tag sind wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Das heißt, du hast da gar nichts in der Hand. Du kannst nichts berechnen. Aber was wir jetzt schon sagen können, ist, wir sind 2000 Jahre näher dran an der Entrückung als vor 2000 Jahren, als Jesus hier war. Das auf jeden Fall. Und die Entrückung, die wird kommen. Und die Anzeichen, die sind ganz gut, ganz scharf darauf, dass wir es erleben in unserer Generation. Henoch hatte diesen Glauben. Für Henoch hat es gegolten, Glaube nur Ausrufezeichen. Für ihn war das keine Frage. Für Henoch war es klar, es gibt nichts außer diesem Glauben an Gott. Und Glaube ist nicht einfach so, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Sondern für Henoch war es klar, ich vertraue meinem Gott von ganzem Herzen. Egal was passiert, egal wie die Umstände sind, ich gehe mit meinem Gott. Und er wird mich durchbringen, er wird mich durchtragen, egal wie es ausgehen wird. Das wünsche ich uns allen, dass wir selber auch so ein Zeugnis haben, dass wir Gott wohlgefällig sind, dass wir Gottsucher sind, dass wir Heilige sind. Gerade eben kam jemand rein und sagt, ja, ich bin kein Heiliger. Ja, nach der Definition bin ich auch kein Heiliger, die er hat. Aber nach der Definition von der Bibel bin ich ein Heiliger. Bin ich ein Freund, bin ich ein Geliebter, auch ein Sklave, ein Sohn und so weiter. Kennen wir alle, gell? Ich wünsche uns allen, dass wir genau so ein Zeugnis haben wie Henoch. Dass wir Gott wohlgefällig sind. Isabelle Allun, eine Prophetin, die in Kanada lebt, ich meine zumindest, dass sie in Kanada lebt, die hat mal in einem Vortrag gesagt, es ist mir wichtig, dass ich Gott ein Lächeln auf das Gesicht bringe. Ich möchte Gott mit dem, was ich tue, zum Lächeln bringen. Nicht zum Lachen über mich, sondern zum Lächeln, dass er sich einfach über mich freut. Und ich glaube, das sollte wirklich, das ist Henoch gelungen und ich glaube, das könnten wir genauso, dass wir Gott zum Lächeln bringen. Dass wir, wow, ja, ich will Gott, ja klar, natürlich, Gott braucht mich nicht. Aber ich will trotzdem, dass er sich an mir freut, von dem, wer ich bin, von dem, wie ich bin, von dem, was ich mache. Da will ich Gott wirklich eine Ehre geben und ihn groß machen. Ich weiß, ich kann es von mir aus gar nicht machen, aber ich will trotzdem mein Bestes geben, auch wenn ich weiß, mein Bestes ist sowieso für Gott gar nichts. Aber er sieht mein Herz. Er sieht dein Herz. Und er sieht, wie du mit Gott lebst. Andere Menschen kommen dann hundertprozentig, so habe ich es nämlich auch erlebt und auch beobachtet und selber war ich leider teilweise auch Täter, die dann versuchen in das Leben von jemand hineinzureden und sagen, du musst es so machen und du musst es anders machen und du darfst das nicht und du musst das so. Kennt ihr solche Sprüche? Mit einem Zeugnis höre ich dann jetzt auch auf dann. Und zwar mit einem, wo ich im Schwarzwald noch Pastor war. Ich war in St. Georgen, Hochschwarzwald. Und dort habe ich einen Freund gehabt. Und dieser Freund, der war Elvis Presley Darsteller. Er hat zu den Top 10 gehört in Europa. Also er war wirklich sehr, sehr gut. Seine Stimme ist, also wenn ich sie heute immer wieder so höre, wenn er anfängt zum Singen, das ist richtig Hammer. Ja, also du kannst echt meinen, das ist Elvis Presley. Er hat sich auch so gekleidet, er hat sich auch so die Haare gestylt von der Körperstatur. Man hätte sagen können, das ist Elvis Presley. Und der ist zum Glauben gekommen, nicht durch mich, schade. Aber er ist zum Glauben gekommen und er hat dann, seine Frau war dann aber noch nicht Christ, noch nicht
kein Nachfolger. Und dann sind Gemeindeglieder zu mir gekommen und haben gesagt, du musst ihm sagen, dass seine Frau mit den Aktfotos aufhören muss. Also seine Frau war Fotografin und sie hat Aktfotos halt gemacht. Und ich habe dann kommt er zu mir und sagt, du, deine Gemeindeglieder, die kommen zu mir und die beschimpfen mich und die sagen, ich soll meiner Frau das und das sagen. Und ich sagte, ist deine Frau Christ? Er sagte, nein. Geht halt in katholische Kirche, aber hat keine Beziehung zu Gott. Ich sagte, was würde passieren, wenn du ihr das sagst? Die Frau wird mich rausschmeißen. Ich sagte, wie wichtig ist dir deine Frau? Sehr wichtig. Okay. Dann hat gesagt, dann mach Folgendes. Bete, Punkt 1, Punkt 2, bete, Punkt 3, bete und halt um alles in der Welt eine Klappe, sag ihr auf gar keinen Fall, was ihr jetzt tun oder was ihr nicht tun soll, sondern du betest nur. Und mehr nicht. Das hat er gemacht, ein halbes Jahr später hat sie sich bekehrt. Wenn wir anfangen, den anderen zu sagen, tu das oder lass das, dann bringen wir sie in eine Drucksituation rein und sie fühlen sich dann eher kompromittiert. Also fang mal an, für die Leute zu beten. Ist viel sinnvoller, viel wichtiger. Und irgendwelche andere Menschen, die werden dann aufgrund ihres Zeugnisses, von dem, was sie mit Gott erlebt haben, den Menschen etwas weitergeben können und auf einmal sagen sie, Sohn Gott will ich auch. Ich will keinen Gott haben, der einfach nur aus Vorschriften besteht und aus Verboten besteht und wo Gebote und Verbote und Verbote und noch Verbote und das, so einen Gott brauche ich nicht. Das haben wir genug von der Regierung, oder? Ich brauche jemanden, der mich versteht, der mich kennt. Ich brauche jemanden, der mich so liebt und so annimmt, so wie ich bin. Und aufgrund dessen verändere ich mich. Weil ich dann dem anderen gefallen möchte. Henoch hat genau das gelebt.